Für uns ist es wirklich wichtig, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln, dass wir es schaffen, wieder Begeisterung für die Nationalmannschaft zu wecken. Wir waren im September das erste Mal wieder zusammen. Diesmal haben wir wieder einige Spieler von, natürlich die Spieler von Bayern München und von Leipzig dabei. Das wird die Mannschaft auch wieder stärker machen, wird den Trainern auch wieder mehr Möglichkeiten geben, die sie ja gerade hier in 3 Spielen brauchen. Und man muss natürlich so ehrlich sein, dass dieses Türkei-Spiel natürlich nicht ganz die Bedeutung haben wird wie die beiden Nations League-Spiele, die halt in einer Turnierrunde sind und wo die Trainer für diese beiden Spiele auf jeden Fall die stärkste Mannschaft aufstellen sollen. Aber sie hat schon einen hohen Wert und eine Bedeutung, weil genau solche Spiele helfen natürlich auch, Spieler kennenzulernen, zu testen. Wir sind einen starken Umbruch gestartet Anfang 2019. Wir haben uns klar dazu entschlossen, jungen Spielern diese Chance zu geben. Normalerweise rein statistisch gesehen, wenn wir mal in unseren Archiv, in unsere Dateien gehen, sehen wir, dass die großen Nationen im Schnitt 6 Jahre gebraucht haben, um wieder auf dem Stand zu sein von dem, als sie eigentlich diesen Umbruch gestartet haben. Das haben wir also mal errechnet von den Holländern, von den Italienern, von den Franzosen. Insofern glaube ich, sind wir an einem sehr guten Punkt, dass wir mit einer sehr jungen Mannschaft eine tolle Qualifikationsrunde gespielt haben, in der wir Erster wurden. Wir haben in 12 Spielen einmal verloren. Bei den Zuschauern haben wir jetzt mal unabhängig von Köln, haben wir einfach gesagt, wir möchten die Möglichkeit geben, das wirklich Danke zu sagen. Und wird ja auch häufiger diskutiert, was können wir machen, um eben auch, wenn es auf die Preise angeht, da ein bisschen entgegenkommen. Und dann sehen wir eigentlich die Möglichkeit, entweder hier in Köln oder in Leipzig, auch Zuschauer zuzulassen. Das hängt jetzt von dem Gesundheitsamt in Köln ab. Ich glaube, heute Morgen die Zahl war 38,2 oder 38,8. Sie ist also gegenüber der Absage vom Köln-Spiel am Wochenende noch einmal gestiegen, sodass meine Hoffnung nicht so groß ist, dass wir vor Zuschauern spielen können. Das akzeptieren wir dann so. Wäre schön, wenn es gehen würde, aber die Entscheidung fällt dann immer einen Tag vor dem Spiel und bis dahin müssen wir mal warten.